Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Eisengolem vs. Monster und diesmal wieder mit einem Monster aus dem Shine MC Projekt. Diesmal ist der End dran, der hier vom Eisengolem vernichtet wird oder die Ents vernichten den Eisengolem, man weiß es nicht. Ich spawn jetzt einfach mal hier die Entes hin, die ich weiß nicht wie die Mehrzahl von Ent ist, wahrscheinlich Ente oder so. Also hier spawn ich einfach mal den hin. Oh, und das ist hier so ein Baummensch ist es einfach. Ein Baum mit Krallen, oh, und der will mich hier direkt angehen. Ne, hier mit Krallen und dem kleinen Gesichtchen, klasse Typ einfach, so. Ich spawn hier einfach mal, oh, hier ist ein Baby. Klasse Typ, ah, ein Baby-Ent, eine kleine Ente. So, weil Baum habe ich den hier gespawnt. Oh, klasse Typ, so. Soll ich einfach mal hier so 8 Stück, so, läuft. Und hier spawn ich einfach mal die 2 Eisengolems hin. 2 Eisengoleme. So. Oh. So. So, und jetzt startet das ganze Battle auch schon. Jetzt tasten sie sich natürlich mal wieder ab. Wer macht den ersten? Wer greift zuerst an? Oh, ein Baby-Ent läuft rüber. Was ist da denn los? Und der Eisengolem muss dies direkt unterbinden und greift ihn direkt an. Und die ganzen Entfreunde kommen ihm aber zur Hilfe. Aber der Eisengolem läuft hier durch. Und macht hier alles weg. Oh nein, jetzt kriegt er aber Schaden. Jetzt kriegt er aber häufig Schaden. 5 Schaden machen die Ents. Wenn sie einmal schlagen, 5 Schaden, läuft. Oh mein Gott, die ganzen Babys gehen hier auch mit ab. Und der Eisengolem hat nur noch 10 Leben. Wird er das noch schaffen? Nein, er hat es nicht geschafft. Es bleiben nur noch 2 Ents übrig und ein Eisengolem. Oh mein Gott, wird es der Eisengolem schaffen, gegen diese Ents anzukommen? Oh mein Gott, jetzt müssen sie aber erstmal hier abtasten. Okay. Guckt er erstmal durch die Gegend. Ja klar, er muss natürlich erst hier die Gegend untersuchen, ob hier irgendein Feind in der Nähe ist. Irgendein Dorfbewohner, den er abschießen kann. Wahrscheinlich. Immer die ganzen Monster, die greifen immer die Dorfbewohner an, obwohl die eigentlich nur die Zuschauer sind. Eigentlich muss man hier Glas dazwischen machen, dass hier nicht irgendjemand die ganzen Dorfbewohner immer abschießt, ey. Das ist nämlich ganz übel und ganz nicht so cool und so. So. So, Eisengolem, let's go. Lauf doch rüber, lauf! Los! Lauf! Lauf! Ich schiebe ihn also einfach mal hier hin. Dass er mal ein bisschen läuft hier. In die Richtung. Los, lauf! Und jetzt läuft er auch schon los! Jetzt hat er natürlich von seiner. Oh! Und er läuft gegen die Wand. Super gemacht. Und jetzt aber. Jetzt! Oh nein! Und jetzt noch ein Baby-End gegen einen Eisengolem. Dreh dich um, Baby-End! Klasse, Junge! Und. Nein! Er hat es einfach nicht mehr geschafft, der Baby-End. Der Eisengolem hat dieses Battle auch schon wieder gewonnen. Er hat es für sich entschieden. Und yo! Yo! Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Und ihr könnt auch wieder in die Kommentare schreiben, welches Monster ich in der nächsten Folge dranbringen soll. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao, Leute!